Samstag, erster Drehtag der Woche. Es gab zwei Motive, einmal Herrenklo und einmal Rundfunkstudio. Und es begann auch sehr heiß vom Wetter her. Wir waren in einer Herrentoilette, die recht eng war und wir drinnen noch Scheinwerfer hatten und von außen noch Licht, also wurde es auch noch wärmer als draußen. Lass Allah auch einmal etwas sagen. Das Motiv war ein Tonstudio, da haben wir zwar nur mit minimalem Licht geleuchtet, aber da die Klimaanlage ausgeschaltet wurde, war es noch heißer und das war so an der Grenze, ja, des Erträglichen. Ja, mal schnell beleuchten. Mittwoch hat den Dienstag noch getoppt an der Temperatur. Wir haben auf einem Dammweg gedreht, an einem Stausee und da war eine brütende Hitze, das ist ohne Worte. Zum Glück gab es einen Bach nebenan, wo die Leute so der Reihe nach immer mal reingehüpft sind während des Drehs, um den Tag einigermaßen erträglich zu gestalten. Auf der Insel waren wir noch, da haben wir den Generator in eine Kuhweide geführt, beziehungsweise waren das keine Kühe, sondern so Rinder, die sahen ganz lustig aus. Und der Traxel-Heinz war wieder am Start mit seinem Rennboot. Die Turnhalle, das war ein bisschen ein Problem, da hatte ich eigentlich drei Arimax 18 kW vorgesehen, die wir aber leider nicht hatten. So mussten wir uns so behelfen und haben unsere dicksten Lampen halt rausgestellt und innen ein Segel an die Decke gebaut, um Licht zu bouncen, um das Grundlicht in der Halle anzuheben. Hat ganz gut geklappt, sah auch am Ende nicht schlecht aus, also ich war zufrieden. In dem gleichen Motiv noch ein Nachtdreh.
Der fing gleich gut an, dass in der Umbaupause der Generator einfach ausgegangen ist und alle Versuche, den wieder zu starten, fehlgeschlagen sind. Wir hatten das Glück, dass unser Dit, der Rulli, Elektriker gelernt hat und er hat uns kurzerhand aus einem Stromkasten im Haus einen neuen Stromanschluss gelegt. Wir konnten also weiterdrehen, konnten alle unsere Lampen benutzen und konnten wunderschöne Nachtaufnahmen machen mit Nebel in der Halle. Sehr atmosphärische Aufnahmen. War sehr gut. Jörg, super gut gespielt. Alle waren beeindruckt. Haben wir im Klassenzimmer hier am gleichen Set im Grunde gedreht, die Szene, wo Armin an der Tafel einen Akt zeichnet. Am Nachmittag gab es auch eine Klassenzimmerszene, wo Saskia einen Hassmonolog spricht. Ja, und das war's. Eigentlich war es ein vergleichsweise kurzer Drehtag. Sonntag. Wir drehen heute auch sonntags und das erste war Gemeindezimmer, da ging es noch relativ ruhig zur Sache, Diskussion zwischen Trix Brunner und der Chefin von der Gemeinde, Name fällt mir jetzt nicht direkt ein. Frau Fricker. Ah, Frau Fricker, oh, gut. Ja, dann die zweite Szene, die kann der Uwe sicherlich ganz gut kommentieren. Ja, da ging es dann schon ein bisschen krasser zur Sache, Trix Brunner mit Schusswaffe. Bedroht Frau Fricker und zwingt sie quasi, die Sachen abzulegen und die dann verbrannt werden.